Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns immer noch in dem Flashpoint DSLs und sind jetzt gerade auf dem imperialen Schiff hier. Dort müssen wir natürlich auch wieder runterkommen und wir wollen hier den Fangstrahl nämlich deaktivieren, der die SLs momentan noch festhält. Deswegen haben wir hier eine kleine Expedition gestartet auf das imperiale Schiff. Ja, haben natürlich mit viel Gegenwehr zu kämpfen hier. Und Kilwin, der imperiale Offizier hier von dem Schiff, der hat uns schon vorgewarnt. Der Mandalorianer Eisenfaust war nicht seine einzige Waffe. Ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt jetzt. So, wir haben noch eine kleine Bonusmission, da haben wir jetzt den zweiten Teil gerade abgeschlossen. Und dann gucken wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Hacke die Energiekonsolen. Ja, mal schauen. Hier geht's weiter. Ich würde den dann ganz hinten gerne zum Explodieren bringen. Dann sind die nämlich auch ratzfatz weg hier. So, Energiekonsolen. Ja, da haben wir hier wahrscheinlich die drei, die wir ausschalten sollen. Mal gucken, in dem Bereich müssen wir erstmal vordringen. So, Ziel ist nicht sichtbar. Wo ist er denn? Müssen wir erst hier rein? Ja, tatsächlich. Wunderbar, weiter geht's. Ja, auch für jeden besiegten Gegner bekommen wir natürlich Eroberungspunkte. So, da hinten scheint noch ein Boss zu sein. Ein Kampfdruidenhüter. Ist vermutlich ein etwas stärkerer Droide. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Energieleitungen hier. Um die Energiekonsolen. Da vorne sind sie. Glaube ich zumindest. Nee, doch hier in dem Bereich. Okay. So, wir erreichen Stufe 21. Ratzfatz geht das. Und wir bekommen sogar noch Season-Punkte hier. Können wir auch gleich mal nachschauen. So, erstmal Anmeldebelohnung. Haben wir da was wir mitnehmen können? Noch nicht ganz. Kommt sicherlich noch. Und dann haben wir noch die galaktische Season. Da erhalten wir jetzt hier neue Belohnungen. Färbemodule zum Beispiel für hellgelb und dunkelgelb. Damit könnt ihr dann teilweise eure Rüstung ja in der entsprechenden Farbe färben. Da gibt es die unterschiedlichsten Farben. Ja, jetzt haben wir hier natürlich das Inventar erstmal damit voll, aber ja, müssen wir dann vielleicht auf eine der Lagerplätze einfach mal aufteilen, damit wir wieder ein bisschen Platz im Inventar dann haben. Wunderbar. So, hier haben wir noch eine Energieleitung. Die wollen wir auch zerstören. Und dann haben wir hier noch den Bonus: Besiege den Energiedruiden. ISS 994. Ja, ich glaube, jetzt können wir ihn auch angreifen. Ja, vielleicht locken wir den hier sogar ein bisschen runter. So, wir aktivieren wieder Machtwirksamkeit. Damit wir hier ein bisschen stärker Schaden raushauen. Oh, müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht in den Abgrund fallen. Dann sind wir nämlich ganz schnell tot.
Sehr gut. Deaktiviere den Fangstrahl. Moment mal, wollen wir denn hier noch die Mission da oben? Das ist dann der Energiedruide, den wir noch ausschalten sollen. Finde einen Fluchtweg. Ich hoffe, ihr bemerkt, dass die Sache aus dem Ruder läuft. Ihr lasst mir wirklich wenig Auswahl. Ja, auch ein starker Angriff hier, die Telekinesewelle. Auch wenn die natürlich erstmal gecastet werden muss. So, da ist der Energiedruide, den wir noch zerstören sollen. Kleine Bonusmission hier. Ja, in Flashpoint gibt es oft noch Bonusmissionen. Das ist halt auch immer so das Problem, wenn man in der Gruppe drin ist. Manche machen die mit, manche überspringen das ganz gerne. So, da hätten wir dann schon mal die Bonusmission erledigt. Was haben wir denn da so bekommen? Weitere Handwerksmaterialien. Ein Kopfschutz hier MK2. Der ist sowieso gebunden, dann können wir den auch ausrüsten. Und was haben wir hier? Einen Gürtel, der ist auch sehr viel besser als unser jetziger. Ja, ich würde sagen, wir sind schon mal gut ausgerüstet für den Anfang. Wir stehen ja noch ganz am Anfang. Man darf nicht vergessen, wir sind gerade mal auf dem zweiten Planeten hier. Coruscant. Und auf Tython haben wir gerade mal unsere Ausbildung als Padawan-Schüler absolviert. Mittlerweile sind wir gestandene Jedi. Und mal sehen, was es noch für Beförderungen gibt in Zukunft. Vielleicht Jedi-Ritter. Irgendwann werden wir mit Sicherheit auch mal Jedi-Meister sein. Aber bis dahin ist es halt noch ein langer Weg. So, da kann man auch nochmal Schaden machen. Wunderbar. Ja, Bonusmission haben wir abgeschlossen, deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, hier nicht mehr jeden Gegner mitnehmen. Es sei denn, wir werden sowieso angegriffen. Ja, so wie jetzt. Da kommen wir dann wohl nicht drum rum. Bisschen zu schnell gecastet hier, das macht Beben. So, nächste Gruppe an Gegnern. Das geht hier immer Schlag auf Schlag. Okay, sehr schön. Was haben wir da für ein? Ich möchte etwas Drastisches tun. Okay. Doch ich muss. Gebt auf. Sofort. Ja, dann tu mal was Drastisches. Zeig, was du kannst. Und stell dich uns vielleicht sogar selber im Kampf. Und dann macht's boom. Hätten wir vielleicht vorher mal machen sollen. Ja, hier müssen wir jetzt über die Rohre nach unten. Denkt dran, es gibt Fallschaden, deswegen ja in solchen Sachen immer versuchen, ja, irgendwie sauber zu landen. Nicht unbedingt so, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. So, ich hoffe, unsere Leute kommen jetzt auch nach unten. Jo, da sind sie, alles klar. Dann kannst du direkt weitergehen. So, schnell weg. Nun gut, ihr lasst mir keine andere Wahl.
Hier, Sanitäter auch immer als erstes ausschalten, damit sie die anderen Leute nicht wieder hochheilen. So, dann deaktivieren wir mal das Energiefeld hier. Und kehren zu Botschafterin Ashara zurück. Da ist sie. Hat sich schon mittlerweile verkleidet. Oh oh. Ein Sis. Seid gegrüßt. Endlich. Ein echter, lebendiger Jedi. Wie sehr habe ich mich darauf gefreut. Ein wahrer Sith hält's nicht lange ohne echte Herausforderung aus. Gewalt ist nicht notwendig. Ihr erschafft einen unnötigen Konflikt. Wir können diese Angelegenheit friedlich lösen. Mir wurde ein Kampf versprochen. Und den werde ich haben. Einen gefährlichen Feind zu zerstören. Das ist der Weg eines wahren Sith. Wenn ich euch das Herz aus der Brust schneide, werden eure Jedi-Gefährten eure Niederlage spüren. Und mein Meister auch. Die Macht ist Leben und nicht der Tod. Ihr müsst nicht dem dunklen Weg folgen. Ihr könnt immer noch dem Frieden die Hand reichen. Frieden gibt es nicht, nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Seid ihr bereit für die Vergessenheit? Ja, ich fürchte euch nicht. Es gibt keine Dunkelheit, die nicht vor dem Licht flieht. In diesem Kampf wird nicht geflohen. Gut, dann wollen wir mal. Wok heißt hier der Sith-Schüler. Ja, den kriegen wir, glaube ich, besiegt. Der ist jetzt nicht so wild. Aber wir haben auch gute Unterstützung hier. Jetzt haben wir den gleich down. Mal sehen, ob wir ihn leben lassen können. Nee, der stirbt direkt. Okay. Die Batterien unseres Haupttürbolasers auf. In ein paar Augenblicken werden euer erbärmliches Schiff und eure erbärmlichen Freunde nur noch schwebende Türmer sein. So, wir haben ein neues Ohrimplantat. Das legen wir mal direkt an. Und wieder weitere Herstellungsmaterialien. So, Botschafterin Ashara. Na los, ab in die Fähren, wir müssen uns beeilen. Wenn wir schnell genug starten, können wir es vielleicht schaffen. Seid ihr bereit? Gehen wir. Ich bin genau hinter euch, Botschafterin. Hoffen wir, dass Haken den Hyperantrieb bereit gemacht hat. Na los! Ja, Haken hat uns gebeten, sie vielleicht hier zu lassen, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir haben einen neuen Titel freigeschaltet, Kompromisslose Ariona. Aber wir bleiben natürlich bei unserem Titel... Jedi.
zurück zur Brücke der SLs. Da müsste dann der erste Offizier Haken auch wieder auf uns warten. Haken, Haken, wie auch immer. Alle sind an Bord, Plex. Bringt uns hier raus. Los! Geschafft! Wir sind sicher! Das hätte niemand außer euch gekonnt. Ihr habt uns gerettet. Wir alle verdanken euch unser Leben. Im Namen der Passagiere und Crew des republikanischen Transporters Aeselis. Danke. Ja, keine Ursache. Es war mir eine Ehre, euch alle zu beschützen. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle verloren. Wir verdanken euch alles. Ich habe bei allen auf dem Schiff gesammelt. Hoffentlich könnt ihr mit diesen Credits anderen in Not helfen. So wie ihr uns gerettet habt. Ja, das ist zu freundlich von euch. Ich bin voller Dankbarkeit. Ihr verdient viel mehr. Ja, und die Botschafterin ist auch in Sicherheit. Botschafterin Azara, wie schön, dass auch ihr wohlbehalten zu uns zurückgekehrt seid. Schön, wieder hier zu sein, Haken. Nur gut, dass alles endlich vorbei ist. Wir sind endlich sicher. Ich möchte euch noch einmal für alles danken. Helden wie euch findet man nicht oft. Und die Republik braucht jetzt mutige Leute. Ja, ich bin kein Held. Ich habe einfach das Nötige getan, mehr nicht. Ernsthaft, wärt ihr nicht hier gewesen, wären wir sicher alle tot. Ich muss euch aber warnen. Groß Moff Kilran wird nie vergessen, was wir getan haben. Für seine Rache schreckt er von nichts zurück. Ja, danke für die Warnung. Klingt, als sollte ich ab sofort lieber wachsam sein. Das wäre weise. Es gibt nichts, wozu Kilran nicht fähig wäre. Aber genug davon. Wir alle sollten uns nun entspannen und den Rest der Reise genießen. Danke nochmals. Und viel Glück für die Zukunft. Ja, lege am Navigationsterminal den Kurs des Schiffes fest. Sensoren zeigen keine feindlichen Kontakte mehr. Kurs nach Coruscant wieder aufnehmen. Ja, wir wollen nach Coruscant fliegen. Dort machen wir dann nämlich weiter, natürlich mit unseren Quests. Die warten ja nicht. Aber schön, dass wir jetzt hier den Flashpoint auch abgeschlossen haben. Gleich mal gucken, was wir für Belohnungen bekommen. Hier einen republikanischen Transformator. Können wir uns ja mal anschauen. Fürs Housing. Der sieht dann so aus. Ja, können wir hinzufügen. Und irgendwann können wir ihn dann platzieren, wenn wir eine eigene Basis haben. Ja, bleibt noch die Raumjäger-Einführung und das PvP. Allerdings sind wir ja schon die ganze Zeit hier in der Warteliste und da kommt einfach nichts zustande. Schade. So, Raumhafen von Coruscant. Und dann schauen wir mal, wo wir hier als nächstes hin müssen. Die Heldenquest müssen wir auch noch erledigen. Das machen wir auch noch bei Zeiten. Da haben wir einige. 4 Stück und natürlich auch noch eine wöchentliche, wo wir einfach mal alle Heldenmissionen hier auf dem Planeten abschließen sollen. Wenn wir die schon machen, dann nehmen wir die wöchentliche natürlich auch mit, damit wir da direkt alles in einem Zuge erledigt haben. Ja, ich würde aber sagen, dass wir uns jetzt hier erstmal nochmal dem Schatten widmen und Lars Bardek finden. Und wir nehmen das Taxi vom Senatsplatz zum Justicar-Gebiet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ja, so sehen Taxen aus, dass man einfach selber fährt. Auch nicht schlecht. Carsharing und sowas. So, wir haben den Hüttenstadtsektor entdeckt. Das Justicar-Gebiet, da wollen wir hin. Und da sind wir auch schon angekommen.
Ja, mal sehen, was wir hier noch zusätzlich für Aufträge finden können. Erstmal müssen wir Lars Badek finden. Gut, hier gibt es noch einen Kontrollpunkt. Okay, Leute, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Würde mich auch freuen, wenn ihr ein Like oder Kommentar da lasst. Sollte euch die Folge gefallen haben, ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.